herzlich willkommen im Namen des MSN, des Markdorfer Sonnenkraftnetzwerkes, hier auf der Seite von Markdorf macht Zukunft. Wer sind wir, das MSN, und warum gibt es das? Ja? Wir, das MSN, das ist ein Zusammenschluss von Solarhandwerkern aus Markdorf und der Region. Da ist die Energieagentur Bodensee Oberschwaben mit dabei. Da sind viele Organisationen dabei, die uns unterstützen, wie zum Beispiel die Evangelische und Katholische Kirche, der BUND, die lokale Agenda, die Volksbank, Bürgermeister Riedmann ist der Schirmherr vom MSN. Der Fachbereich Photovoltaik von Universität Konstanz unterstützt uns und viele Bürgerinnen und Bürger auch. Wir sind Teil des Photovoltaiknetzes Baden-Württemberg und des Photovoltaiknetzwerk Bodensee-Oberschwaben. Unser Ziel ist es, lokal die Energiewende voranzubringen und so lokal einen guten Beitrag zu leisten, das Klima zu schützen. Wo stehen wir heute und wo wollen wir hin? Wenn man das jetzt sieht in 2019, und das ist eine gute Botschaft, ist es in Deutschland gelungen, 42% vom Strombedarf regenerativ zu erzeugen. Das heißt mit Sonne, Wind, Wasserkraft und Biogas. Experten gehen davon aus, dass der Strombedarf sich verdoppeln wird. Und zwar deshalb, weil insbesondere die Mobilität auf Elektro umgestellt werden muss. Und auch wenn man mit Wasserstoff fährt oder synthetischem Sprit, auch der muss zunächst erstmal mit Strom hergestellt werden. Die Industrie stellt ihre Prozesse auf Strom um, weg von Gas, von Öl, von Kohle, was da bislang eingesetzt wird. Ja. Und auch die Haushalte, unsere Häuser, werden mehr und mehr mit Elektrizität, Wärmepumpen beheizt werden. Deshalb eine Verdopplung. Wenn wir also heute schon etwa 40% regenerativ haben, aber insgesamt eine Verdopplung kommt, brauchen wir also noch etwa die vier- oder fünffache Menge des regenerativen Stromes, wie es heute ist. Die gute Botschaft ist, wir haben im Markdorf gute Chancen, dort sehr lokal das zu unterstützen. Ganz, ganz viele Dächer in Markdorf sind noch leer, haben Platz für Photovoltaik. Und Photovoltaik ist so günstig wie noch nie. Die Preise sind drastisch gefallen, einfach weil weltweit die Produktionskapazitäten, Massenproduktion einfach herstellen zu sehr, sehr günstigen Kosten. Schauen Sie uns unseren kurzen Erklärfilm an und dann komme ich noch mal kurz zurück. Bis gleich. Haben Sie sich schon mal gefragt, sollen wir auf unser Dach eine Photovoltaikanlage machen, die Strom erzeugt? Und lohnt sich das? Oder welchen Nutzen hätte das? Mein Nachbar hat schon 10 Jahre so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Er sagt, da war noch nie etwas kaputt und 20 Jahre lang bekommt er jeden Monat Stromgeld auf sein Konto. 2 Straßen weiter hat eine Familie letztes Jahr eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert und den Strom verbrauchen sie jetzt selbst. Und weil die Sonne auf ihrem Dach mehr Strom liefert, als sie brauchen, heizen sie mit der überschüssigen Strommenge ihre Wohnung. Öl- oder Gasrechnungen gibt's nicht mehr. Die Sonne schickt ihnen garantiert auch keine Rechnung. Seither sparen sie richtig Geld und das ist auch noch gut fürs Klima, was vor allem ihre Kinder sehr schätzen. Sichere Stromversorgung, Geld sparen und Klimaschützen. Noch nie war es einfacher, alle 3 Dinge unter einen Hut zu bringen. Lassen Sie sich beraten, zum Beispiel neutral von der Energieagentur des Bodenseekreises oder von weiteren Partnern des Markdorfer Sonnenkraftnetzwerks. Und wollen auch Sie Zukunft machen? Strom auf Ihrem Dach produzieren? Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an einen unserer Partner vom MSN, an einen der Solarhandwerker oder rufen Sie bei der Energieagentur Bodenseekreis an. Dort bekommen Sie kostenlose Beratung von Experten, die sich hier seit Jahren mit nichts anderem befassen als mit regenerativen Energien. Viel Freude und Erfolg bei Ihrem persönlichen Markdorf macht Zukunft Projekt. Tschüss, Ihr MSN. Kannst du dich noch erinnern, vor 3 Jahren bei der Weihnachtsfeier, als der Peter total betrunken war und dann angefangen hat, die ganzen Praktikantinnen zu umarmen? Ja. Da ist er auf die Idee gekommen, ne? Ja, der Peter, der ist so ein richtiger Geschäftsmann. Also vor allem, wenn er was getrunken hat, der wird immer ärger. Den solltest du mal kennenlernen. Den musst du wirklich mal kennenlernen. Also eigentlich ganz klasse. Ich finde es total toll, dass wir jetzt hier irgendwie so in Kontakt mit Mutter Erde treten und das auch so als Gemeinschaftserlebnis so zusammen. Ich finde das ganz schön. Wie viel?
4.500. Passen nur. Das ist ein gutes Auto. Hat nichts mit gut zu tun, das ist der Listenpreis. Ich hab's gegoogelt. Karl, ich kann vertrau mir. Damit haben wir unsere Ruhe. Außerdem... Was noch? Nichts. Toll. Wir springen zusammen. Auf drei, oder? Ist mir egal. Also wegen mir müssen wir jetzt nicht zählen. Das würde mich jetzt eher scheiß nervös machen. Woher sollen wir dann wissen, wann der andere springt? Naja, wir ziehen uns gegenseitig mit runter, oder nicht? Wie meinst du das jetzt? Also wenn ich springe, dann fällst du mit und umgekehrt. Ist so scheißegal, fick dich! Fick dich! Und ich hätte heute schon fast wieder den gleichen Fehler begangen, mich nochmal von dir ausrüsten lassen. Und du kannst dich nicht mal mehr an mich erinnern, ich fass es nicht! Weißt du, es war schön, es war wirklich schön und ich hab wirklich gedacht, Und jetzt sind wir gesessen und nur anstatt, dass du mich an mich erinnerst, will ich schon wieder genau das Gleiche mit mir machen! Ah! Also, ich weiß nicht, warum das jetzt so klappt mit mir und dem Männer. Einer, so ein hochdeutscher Segel aus Hannover, hat mal zu mir gesagt, Renate, jetzt sei ich kann nicht, aber in deiner Gegenwart bluten mir immer die Ohren. Hallo, Felix. Hallo. Der Chef will dich in seinem Büro sprechen. Okay. Jetzt? So bald wie möglich. Aha, na fein. Hey, we're going to Paris tonight! Come on! I didn't leave school early today for you to say no. You always have dinner with him. You have to come. So is that a yes? shall I pick you up or do we meet at the airport?